Ich wollte einen Schreibtisch, der so für alle Lebenslagen geeignet ist und einen so sein ganzes Leben lang begleitet. Deswegen wollte ich einen sehr flexiblen Schreibtisch haben und habe mir gedacht, ich mache es so, dass man die Korpusse hier einerseits auf diesem Nebentischchen stapeln kann. Da werden die dann mit Magneten so leicht in der Form gehalten, dass sie nicht direkt runterrutschen. Andererseits kann man sie aber, wie man da drüben sieht, auch unter dem Schreibtisch einhängen in die Leisten im hinteren Bereich des Schreibtisches, sodass man quasi einzeln an dem Tisch arbeiten kann und alles gleich nah bei hat. Auf der anderen Seite aber auch mit, wenn der nicht da hängt, zwei oder sogar mehr Leuten an diesem Schreibtisch Platz findet. Das war die Grundidee von dem Stück. In dem kleinen Untergestell hier ist zudem noch ein kleines Geheimfach versteckt, in dem man Dokumente zum Beispiel verstauen kann, die vielleicht nicht jeder direkt finden soll. Der ähnelt hier eben sehr stark der Zarge, wodurch er eigentlich gar nicht auffällt. Genau, das gesamte Stück ist aus Esche-Massivholz und Esche-Furnier auf Tischlerplatte gebaut. Esche einfach einerseits, weil es ein Hartholz ist und dadurch für den Schreibtisch recht gut geeignet. Andererseits, weil ich die Muster und die Farbe von dem Eschenkern eben so schön fand. Und das war dann eben hauptsächlich auch eine optische Entscheidung. Als Oberfläche habe ich dann noch Öl und Wachs drauf gemacht, aus ökologischen Perspektiven einerseits. Und weil es, finde ich, auch eine sehr schöne Oberfläche ergibt, sehr glatt und edel. In den Korpussen sind Schubkästen drin, die ich selber mit Schwalbenschwanzzinken gezinkt habe. Und den ganzen Korpus kann man jetzt eben nehmen und hier hinten aushängen, um ihn dann auf das andere Gestell mit draufzustellen, wo man dann eben durch die Magneten sehr gut die Richtung feststellen kann.